Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man 3. Wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar haben wir in der letzten Folge einfach mit verrückter Bomber Teil 3 weitergemacht. Dann war, glaube ich, noch Arsene Kennys Teil 2 und das war es jetzt auch, glaube ich, auch schon. Und wir haben natürlich jetzt eine neue Mission bekommen, und zwar der Drachenschwanzorden. Und ich würde sagen, wir beginnen doch erstmal mit Drachenschwanzorden Teil 1. Also Leute, legen wir los. Also das sieht man nicht jeden Tag. Ja, ich schon. Sie haben den Van. Ich bin gefeuert. Keine Sorge, Sie haben eine Spur hinterlassen, der sogar ein Blinder folgen kann. So, wo lang geht es? Hier lang. Okay. So. Okay, jetzt geht's nach links. So. Weiter geradeaus. Und jetzt, wo lang? Nach rechts. Okay. Wie dusselig soll man bitte schon so sein? Ich meine, der Fahrer müsste das doch merken, dass die Statuen runterfallen. Aber anscheinend hat er es nicht kapiert. Naja, ist es auch egal. Wir kriegen ihn trotzdem. So, weiter geradeaus. Ah, da ist wieder eine Bande. Jungs, ihr habt doch sicher alle Kassenbons. Und da ist auch der Wein. Ey, ich glaube, die treffen auch hier mit Messer. Mit diesen Ninja-Zeugs. Wow, 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 ey, ey, ey. So, genug. So, ich bin Meister Kung Fu. Diese Drachenschwanzgang weiß, wie man kämpft. Sie sind ziemlich tödlich. Wie gut, dass ich in der Nähe war. Was wollen Sie mit diesen alten Statuen? Weiß nicht. Wir haben einen Tipp von einem alten Mann bekommen. Einen Antiquitätensammler namens Chen. Mehr wollte der aber nicht sagen. Den besuche ich mal. Als ob, das war schon Teil 1. Okay. Und ich sehe jetzt schon, unsere Lebensenergie hat sich weiter gesteigert. Das ist perfekt. So, und wie in der letzten Folge habe ich auch gesagt, wir machen einfach direkt mal weiter mit den Drachenschwanzorden. So, wo bist du denn eigentlich? Hier bist du. So, dann können wir das einfach weitermachen. Weil wirklich Drachenschwanzorden hatten wir noch gar nicht. Deswegen sind die jetzt mal dran. Weil wir haben schon alle anderen Missionen schon auf Teil 3 bekommen. Apokalypse Teil 3. Verrückter Bomber Teil 3. Oder nee, Teil 4 haben wir das natürlich. Ja, Verrückter Bomber ist jetzt Teil 4. Teil 3 haben wir natürlich schon gemacht. Aber Apokalypse Teil 3 ist noch. Arsene Kennys Teil 3 müsste auch bald geben, aber es wurde noch nicht angezeigt. So, und wir sind da. So, das nicht schon mal einen hübschen Garten. Alles klar. Drachenschwanz Teil 2.
Das ist der richtige Ort. Vielleicht kann mir dieser Sammler was sagen. Spider-Man, was verschafft mir die Ehre? Woher wusstest du, dass der Drachenschwanzorden diese Statuen wollte? Also wollten sie sie stehlen. Es ist, wie ich befürchtet habe. Warum? Was ist los? Also, weißt du... Sie sind überall! Bitte, Spider-Man, du musst sie aufhalten! Oh Gott! Woher haben die Raketenwerfer denn bitte schön? So, und der eine Mann läuft einfach in die Gegend herum, voller Panik. So, wir kriegen das schon hin. So, der nächste ist dort drüben. Wow, vorsichtig. So, war's das? Multiple Choice? Ich nehme Antwort C. Keins von beiden. Alles... Wow! Alter, der ist einfach runtergefallen! So, wo seid ihr? Choice? Ich nehme Antwort C. Keins von beiden. Alter, Spiel, was hast du gemacht denn? So, ich glaube, das war nicht geplant, dass er hier runterfällt. So, lass den Mann doch in Ruhe. Der hat doch nichts getan, glaube ich. Ich meine, wir kennen ihn noch nicht. Weil unsere Frage sollte, glaube ich, gleich erklärt. Wow, wow, wow. Komm. Mann, das Spiel ist wieder mal so ruckelig hier. Mann, der arme Mann. Der tut mir echt leid. Der war doch so freundlich. Was wollt ihr denn von denen? Gott, was jetzt? Soll ich einfach den Hubschrauber verfolgen oder was? Okay. Der Hubschrauber darf nicht auf die Straße fallen. Hoffentlich wird mein Netz groß genug. Treffen wir uns später noch wegen dieser Sache? Also das war echt knapp. Okay.
So, dann hatten wir auch schon mal das hier erledigt. Okay, aber ganz ehrlich, Spidey hat es echt drauf, was es hier damit angeht. Okay. So, gibt es jetzt hier einen Teil 3? Tatsächlich. So, dann machen wir auch schon mal das hier. Alter, die Drachenschwanzteile sind echt kurz. Ich frage mich jetzt bloß, wie Teil 3 ist. Ist er jetzt auch genauso lang oder ist er länger oder ist er noch kürzer? Das würde mich echt interessieren. Weil ihr seht selbst, einige Missionen sind echt furchtbar lang. Vor allem, wenn es um Bosskämpfe geht. Und andere sind richtig kurz. Naja, aber das ist auch richtig hier abwechslungsreich. Man hat ständig etwas anderes zu tun. So. Aber natürlich sind die Bosskämpfe so richtig herausfordernd. Wirklich, eine sind richtig leicht und einige sind richtig schwer zu besiegen. Oh, ich muss jetzt auch auf den Endboss-Gegner denken. Alter, der war auch richtig übel damals. So, muss ich hier lang? So, tatsächlich. Okay, Drachenschwanz Teil 3. Denk daran, Spider-Man. Die Artefakte dürfen nicht in die falschen Hände fallen. Keine Sorge, Mr. Chen. Ich mach das schon. Danke, Spider-Man. Es bedeutet, diese Autos. Drachenschwänze! Nichts wie raus hier, Mr. Chen! Okay, wir müssen Mr. Chen beschützen. Na, kommt her! Oh Gott, Babys, seht ihr, das meinte ich, die sind echt schon hier Profis. Wow, aha, ausgewichen, mein Freund. Okay, halt, ich komme mit. Halt, ich warte auf dem Dach. Ja, ich glaube, es wird ein bisschen schwierig. Wow, wow, wow. Lass das. Wow. Aber ich finde es echt komisch. Hier wird irgendwie keine Lebensanzeige gezeigt von denen. So, könnt ihr bitte runtergehen? Perfekt. Oh Gott. Na, ah, na komm schon. Halt, du lebst noch. Also wir bringen die natürlich um, aber ihr wisst natürlich, was ich meine. So, nein! So, oh Gott, ich sehe schon. Nix da! Solange ich hier bin, wird hier nicht mal gefeuert. Wette, wenn die Kamera nicht so schnell wäre, dann wäre das auch ziemlich einfach, auf das Dach des Autos zu kommen. So, dann gehen wir einfach zu Fuß. Ist angenehmer. Wow, oh Gott. Platz 2 von denen. Mensch! Einer schon mal runter. Und jetzt du da. Perfekt. Motor ist Schrott. Dieses Baby hält schon was aus, aber nicht alles. Ach du meine Güte. Alter! Spiel, warum hast du das mir jetzt so schwer?
Alter, das waren einfach zu viele. Oh Gott, ich muss das wieder von vorne machen. Ey, das war echt gemein. Wow. Weg damit. So, nix da. Wo? Ach, die verstecken sich aber richtig gut. Wo ist der? Wow, ich hab's überlebt. Aber das ist auch selbstverständlich, weil ich bin Spider-Man. So, komm. So. Na. So, und direkt aufs nächste Auto. So, geh runter. Perfekt. So, wo ist der Raketenwerfer? Ey, dort hinten, ey. What? So, könntest du damit aufhören? Du versaust mir noch meinen Tag. So. Muss ich die anderen jetzt tatsächlich noch eliminieren? Na, da hinten steht ja noch einer. So, du bist eigentlich schon sicher, mein Freund. Aber ich wette, das Spiel sagt mir... Oh, 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 es geht noch weiter. Dass ich alle ausschalten muss. Hallo, ich habe Kreis gedrückt. So, da ist doch noch einer, genau. Perfekt. Mission abgeschlossen. Und Upgrade natürlich freigeschaltet. Okay, das war's. Okay. So, Apokalypse Teil 3. Daily Bugle. Verrückter Bomber Teil 4. Und das war's. Alles klar. Das heißt, dass wir auch die Drachenschwanz-Orden bis jetzt auch abgeschlossen haben. Natürlich ist es noch nicht vorbei mit denen, aber es geht noch weiter damit. Okay, Leute. Also, ihr seht schon selbst, es gibt eigentlich nicht mehr viel zu tun bis jetzt. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir einfach direkt weiter mit Apokalypse Teil 3 und dann machen wir auch direkt mal weiter mit Verrückter Bomber Teil 4, obwohl ich will gerne erst mit Apokalypse beenden und dann mit Verrückter Bomber anfangen. Wer weiß, wir schauen das erstmal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Okay Leute, ich hoffe, die Folge hat euch wenigstens mal wieder gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr mal Bescheid. Liken schön und ein Kommentar wäre echt prima von euch. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Spider-Man 3, meine lieben Freunde. Macht's gut. Tschüss.